Die Pracht verschiedenster bunter Blüten. Die gibt es vor allem dort, wo der Boden nährstoffarm, also mager ist. Das ist auf dem Sennesand der Fall. Hier gedeihen Pflanzen, die an anderer Stelle von wuchskräftigeren Arten überwuchert würden und keine Chance hätten. Pilze im Untergrund sind die Helfer der Orchideen. Diese haben einen besonderen Trick zur Bestäubung. Insekten, die am Nektar interessiert sind, bekommen Pollentransportklümpchen aufgeklebt. Beim Kohlweißling blieben diese Pollensäcke am Rüssel haften. Mit ihnen wird er die nächste Orchidee befruchten. Allerdings besucht er erst einmal eine Witwenblume. Die Wespenspinne gehört zu unseren größten Spinnen. Sie gibt sich gefährlich, ahmt die Zeichnung von Wespen nach, ist aber harmlos. Die Fliegen machen sich frech am eingesponnenen Vorrat der Spinne zu schaffen. Wo der Boden ein wenig mehr Nährstoffe hergibt, wächst das Gras üppiger. In der Dunkelheit kommen Maikäfer aus dem Boden. Drei Arten gibt es, die sich ähnlich sehen. Der weit verbreitete Feldmaikäfer braucht mehr Humus. Der Waldmaikäfer kommt auch auf sandigem Magerrasen zurecht. Tags tummeln sich über den Wiesen die Insekten und im hohen Gras die jungen Rehe. Wo Feuchtigkeit spärliche Minerale aus dem Untergrund löst oder Tiere Pipi machten, finden sich Schmetterlinge ein. Sie saugen begierig die Salze auf. Eigentlich hat diese Pflanze hier nichts zu suchen. Die Küchenschelle mag lieber Kalk im Untergrund. Deswegen nimmt man an, dass es sich bei den wenigen Vorkommen in der Senne um eine Unterart handelt, die sich dem mageren Sandlebensraum angepasst hat.